Liebe Gemeinde, neulich im Café auf der Rheiner Hauptstraße. Draußen ist es nass und kalt. Die Tage, an denen die Menschen unbefangen im Außenbereich Platz nehmen, trotz Corona, sind vorbei. Jetzt geht es wieder rein in die warmen Stuben. Die beiden jungen Frauen am hintersten Tisch unterhalten sich gut hörbar. Ihre Masken haben sie neben sich abgelegt. Vor ihnen stehen zwei volle Kaffeetassen und zwei Stücke Kuchen. Irgendwie komisch ist es doch schon noch. Es wirkt schon wieder so normal alles, aber das ist es doch nicht, sagt die mit den langen blonden Haaren. Ach, ich habe keine Lust mehr, Angst zu haben vor dem Virus, entgegnet die andere. Einen zweiten Lockdown darf es einfach nicht geben. Das halte ich nicht durch mit den Kindern zu Hause. Und im Homeschooling und Homeoffice ist ja schon so schwer genug. Aber wenn die Menschen weiter so leichtsinnig sind und die Regeln ignorieren, kann das schon kommen. Ich habe da kein gutes Gefühl. Die Zahlen steigen ja schon wieder. Ein Gespräch in dieser Art wird zurzeit an vielen Orten geführt. Es spiegelt die Situation wider, in der wir uns befinden. Zwischen Vertrauen in die neue Normalität und weitere Unsicherheit und Angst. Ich kenne das auch von mir. Einerseits möchte ich das Gefühl bewahren, dass sich mein und unser Leben langsam wieder normalisiert und die Bedrohung durch das Coronavirus minimiert ist. Andererseits ertappe ich mich mit ängstlichen Gedanken, wenn mir eine Menschenhorde zu nahe kommt, der Kirchraum voller ist als erlaubt oder ich mich in einem vollgestopften Zug wiederfinde, in dem die Luft spürbar dünn ist. Wie können wir weiter umgehen mit der Situation? Was kann uns jetzt helfen? Es ist nun ein halbes Jahr her, als wir zu Beginn der Ausbreitung des Coronaviruses in Deutschland ein Wort von unserem Landesbischof und EKD-Ratsvorsitzenden Heinrich Bedford-Strohm mit auf den Weg bekommen haben. Nein, ich meine nicht den Satz, halten Sie Abstand, tragen Sie Ihre Mund-Nasen-Bedeckung, vermeiden Sie unnötigen Kontakt zu anderen Menschen oder einen anderen dieser Imperative, die wir in den letzten Monaten immer wieder hörten oder lasen. Der Satz, den ich meine, ist Teil der biblischen Stelle, die für diesen Sonntag ausgewählt wurde und auch heute noch wie das Salz in die Suppe passt. Es ist kein Imperativ, sondern eine Erinnerung. Er stammt aus dem zweiten Brief des Paulus an Timotheus und lautet: Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Im Evangelium von der Auferweckung des Lazarus lebt uns Jesus genau diesen Geist vor. Denn er handelt aus Liebe und mit Kraft, als er den toten Lazarus auferweckt. Als Dritte im Bunde, neben der Liebe und der Kraft, nennt Paulus den Geist der Besonnenheit, der das rechte Maß sucht und davor bewahrt, übermütig zu handeln. Diese drei Geisteshaltungen brauchen wir in der gegenwärtigen Zeit. Daher passt das Wort so gut als Überschrift über die Corona-Zeit. Mit dem Blick einer Kollegin aus Berlin, Katrin Ochsen, will ich einen kurzen Rückblick auf die vergangenen Monate wagen. Pfarrerin Ochsen analysierte 5 Phasen. Da war die erste Phase von Mitte März bis Mitte April, mit dem Ende der Passionszeit bis zu Ostern. Eine Zeit der Lähmung, mit Verbot öffentlicher Gottesdienste und der Frage nach der Systemrelevanz von Kirche. Zugleich eine Zeit des intensiven Erlebens, der Passion. An Ostern wurde die Auferstehung verkündet mit vielfältigen und kreativen Aktionen, doch ein Ende der Stadenzeit kam nicht. Vielmehr wurden die Kontaktbeschränkungen verlängert. Es häuften sich Todesfälle in Altenheimen und Ende April kam die Maskenpflicht. Ein lauter Ruf: Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit, hätte gut getan. Der zweiten Phase gibt Ochsen die Überschrift: Der Geist weht, wo er will. Einiges wird möglich Anfang Mai, wie das Ausbauen digitaler Formate. Seelsorger dürfen wieder in Krankenhäuser und Altenheime. Konferenzen werden auf Zoom abgehalten. Zugleich werden Konfirmationen abgesagt und die Kirche muss mit dem Vorwurf des Schweigens umgehen. Ab dem 10. Mai werden Gottesdienste wieder erlaubt, unter strengen Auflagen. Auch der Präsenzschulunterricht beginnt wieder. Doch es bleibt ein gestörter Betrieb in dieser dritten Phase. In der Zeit nach Pfingsten, in der Trinitatiszeit, stellen wir die Frage, ob dies nun die neue Normalität ist. Die ersten Anti-Corona-Demonstrationen finden statt.
Hörten Sie da die Erinnerung, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit? Jetzt nach den Sommerferien scheint wieder einiges zu gehen. Allerdings mit den neuen Attributen Abstand, Hygieneregeln, Maske. Manches kann noch gar nicht wieder beginnen und die Gefahr, dass es ganz einschläft, ist gegeben. Es fühlt sich gut an, wieder mehr zusammen zu sein. Dass die Chöre unserer Gemeinde wieder proben, der Malkreis wieder malt, Konfirmandenunterricht wieder im Gemeindezentrum stattfindet, die Krabbelgruppen vom Mutter-Kind-Kreis sich ab Oktober wieder treffen werden, die Schule wieder mit vollen Klassenstärken im Präsenzunterricht angelaufen ist, darüber freue ich mich. Zugleich werden wir durch tägliche Zahlen-Updates daran erinnert, dass der Virus weiter existiert und wir vorsichtig bleiben müssen. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Ich wünschte mir, diesen Satz so häufig zu lesen wie die neuen Imperative. Einen großen Banner an unserer Kirchturm oder einen Zettel auf meiner Stirn zu kleben mit diesem Satz, das wäre doch was. Mit diesem Satz vor Augen und im Herzen könnten wir als Kinder Gottes befreit werden von unnötiger Ängstlichkeit. Mit einem Geist der Kraft, der die Furcht sprengt und zu verantwortlichem Handeln befreit. Mit einem Geist der Liebe, der zugewandt und positiv denkt, dem anderen nicht schaden, sondern nützen will und der zu einem offenen und vertrauensvollen Miteinander beiträgt. Mit einem Geist der Besonnenheit, dem es um das rechte Maß geht. Ja, das wäre doch was. Wir gehen nun weiter in die letzten Monate dieses aufregenden Jahres hin zu Weihnachten. Wie würde es wohl werden? Es wäre schön, sich einfach zurücklehnen zu können und alles zu machen wie jedes Jahr. Alle Jahre wieder. Doch ich versichere Ihnen, es wird anders werden. Ein anderer Advent und ein anderes Weihnachtsfest. Diakon Dirk Hartung aus Osnabrück drückt dies so aus. Wundern Sie sich nicht, auch in diesem Jahr feiern wir mit Ihnen das vertraute Weihnachtsfest. In diesem Jahr wirklich in einer ganz neuen Gestalt. Vielleicht wird es das Fest werden, von dem Sie Ihren Enkelkindern noch erzählen werden, wenn Sie einmal das Jahr 2020 erinnern. Wie Maria und Josef sind wir in dieser dunklen Zeit, die manchen wie eine nicht enden wollende Nacht erscheint, auf der Suche nach Raum, in dem wir die himmlische Botschaft der Menschwerdung Gottes erleben können. Seien Sie gewiss, vieles wird gehen, was uns erst einmal unmöglich erscheint. Im Ungewohnten werden wir gemeinsam das Vertraute entdecken, und erfüllt werden von der himmlischen Freude. Ich füge hinzu, Gott schenke uns seinen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit dazu. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.